So, liebe Zuschauer von Passing TV, das war jetzt zum Einstieg das Feuerwerk aus dem Bayerischen Jedermann von Thomas Johann, der mit Fireworks immer die großen Feuerwerke in München macht, unter anderem im Olympiapark. Feuerwerk ist ein Thema natürlich der nächsten Tage. Silvester steht vor der Tür und es wird wieder ordentlich geknallt in München. Vielleicht haben Sie es gehört, es gibt Leute, die wollen das Feuerwerk in München verbieten. Etwas, wo ich Ihnen sagen kann, beruhigend oder auch nicht beruhigend, das ist technisch gar nicht machbar und von der Gesetzgebung her sowieso nicht. Denn Feuerwerke sind Sache des Bundes. Eine Stadt kann kein Verbot erlassen, außer natürlich bei bestimmten Sperrzonen, die in München schon üblich sind, wie zum Beispiel der Tierpark oder an der Isar entlang. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Feuerwerk befassen. Feuerwerk heißt ja Knallen und Licht und Feuer und überhaupt schöne Raketen. Etwas für Augen und Herz. Silvester ist ja das Fest, bei dem unter anderem natürlich als letzter Tag des Jahres die Hexen und die Geister aus dem alten Jahr vertrieben werden sollen. Und da muss halt ordentlich knallen und fetzen. Ich bin hier bei Philipp Plan. Philipp Plan betreibt ein Geschäft für Feuerwerke. Sag mal, Philipp, es gibt ja in den letzten Tagen auch Stimmen, dass es viele illegale Feuerwerkskörper gibt, die man im Internet unter anderem im Internet bekommen kann, die aus Fernost oder China oder sonst woher kommen. Also Dinge, die offensichtlich sehr gefährlich sind. Wie ist denn das wirklich? Also es stimmt, es sind nach wie vor diese besonderen Polenböller im Umlauf, die in Polen in der Tschechei hergestellt werden, die große Mengen an Blitzknallpulver enthalten. Und diese Böller sind durchaus in der Lage, bei unsachgemäßer Verwendung einem ganze Finger, die ganze Hand oder auch mehr wegzureißen. Man kann sie leider ganz leicht bereits 2-3 Kilometer nach der Grenze kaufen. Man konnte sie auch bis vor kurzem im Internet kaufen. Da ist jetzt Gott sei Dank ein Online-Händler hochgenommen worden. Es hat auch zu einigen Hausdurchsuchungen in Deutschland geführt. Dabei wurde viel verbotene Masse gefunden. Ja, man muss einfach um ruhigen Gewissens Knaller, Feuerwerkskörper kaufen und verwenden zu können, darauf achten, dass eine Kennzeichnung mit der CE-Nummer und mit der deutschen BAM-Nummer drauf vorhanden ist. Dann ist sichergestellt, dass die Ware geprüft, einwandfrei ist und keine Gefahr besteht. Ja, Philipp, jetzt bist du ja jemand, der nicht nur Feuerwerke verkauft, sondern du stellst sie auch her. Ist das ein Beruf? Was muss man da machen, dass man das darf? Also herstellen nicht, dazu benötigt man noch einen eigenen Herstellerschein, aber ich führe auch, richte auch Großfeuerwerke aus für Geburtstage, für Jubiläen, für Hochzeiten oder sogar für Stadtfeste. Dazu braucht man eine Schulung. Ich bin seit diesem Sommer staatlich geprüfter Pyrotechniker für Großfeuerwerke, habe Erlaubnis von der Regierung von Oberbayern, dieses Feuerwerk zu verkaufen, Feuerwerk anzubieten, Feuerwerk auszuführen. Das Tolle ist, nicht nur verkaufen, sondern eben auch richtig veranstalten. Also bei Hochzeiten, bei Familienfeiern, bei Firmenfeiern rückst du mit deinem Equipment an. Du besprichst, was wollt ihr machen, wie soll es ausschauen, wie lange soll es dauern. Und dann bietest du entsprechende Feuerwerkskombinationen an, die du ja wie die großen Feuerwerke abzündest. Ne? Genau so ist es. Ich darf natürlich dann auch im Zuge meiner Ausbildung die sogenannten Artikel der Klasse F4 benutzen. Das ist Großfeuerwerk. Das fängt bei großen römischen Lichtern an, über sehr große Feuerwerksbatterien bis hin zu den großen Kugelbomben, die dann bis zu 250, 300 Meter in die Luft steigen und diese bekannten Riesenfeuerbilder und Goldkronen in den Himmel zaubern. Feuerwerk abgezündet werden darf nur an Silvester. Genau. Am 31.12. sowie am 1. Januar. Da scheiden sich die Geister immer ein wenig mit den genauen Uhrzeiten, aber Silvester ist ja auch von kurz vor Mitternacht, 31.12. bis in den Morgen des 1.1. hinein. Und an diesen beiden Tagen darf Feuerwerk gezündet werden. Gibt es eigentlich für Haustiere auch Feuerwerke? Die Haustiere leiden ja oft unter den Feuerwerken, weil sie halt einmal im Jahr sich verkriechen müssen und Angst haben. Gibt es da nicht so kleine Feuerwerke, wo vielleicht so Kittikat und Schappi und was weiß ich da rausschießt oder sowas? Nein, das gibt es noch nicht. Wäre vielleicht auch eine gute Idee. Aber selbstverständlich haben wir auch Barock-Feuerwerksartikel. Das sind Vulkanen und Fontäne, die so eigentlich so funktionieren wie in den Anfängen des Schmuckfeuerwerks um 1700 rum. Lediglich Gold,
Silber, schöne Funken, geht auf 5 bis 7 Meter hoch und erzeugt eigentlich keine Geräusche. Ja, Philipp, jetzt verkaufst du also die Feuerwerke. Wo ist deine Adresse? Wo findet man dich? Man findet mich hier in Pasing-Obermenzing in der Dauditzstraße 2a in 81245 München. Und der Verkauf darf wann sein? Wann bist du da? Der Verkauf findet statt vom 28.12. bis 31.12. Also und Freitag, Samstag und Montag. Und ich bin da von 8 Uhr bis 20 Uhr. Genau, das ist ein gemütlicher Raum hier. Faszinierend, was da alles ist. Was gibt es für Besonderheiten, wo man jetzt sagen kann, die Highlights dieses Jahr sind? Die Highlights dieses Jahr sind auf jeden Fall die komplett in Deutschland gefertigten Raketen von der Firma Zink. Da habe ich zwei sehr schöne Sortimente zur Auswahl. Dann haben wir von der Firma Blackbox die Pyrospektakel. Das sind große Batterien mit 2 bis 5 Minuten Laufzeit. Oder auch aus Österreich haben wir Italian Power und Ceres. Das sind auch sehr große, schwere Batterien, wo man 3, 3,5 Minuten lang die pure Freude hat. Richtig professionelles Feuerwerk. Einmal anzünden und danach wird angestoßen. Ja. Jetzt sagen wir ein Wort zu Sicherheit und Alkohol. Ja, schwieriges Thema. Natürlich wird vor Mitternacht immer schon ein wenig vorgeglüht. Ich kann nur appellieren, in Maßen bis gar nicht. Vorsicht beim Aufbau. Achtet darauf, dass ihr euch nicht mitten zwischen die anderen Leute stellt. Sicherheitsabstand ist vorgegeben 8 Meter. Es schadet nicht, eine Schutzbrille aufzusetzen. Denkt an die Kinder, nehmt ein paar Ohrstöpsel mit. Eine Sektflasche als Raketenabschussrampe geht meistens in die Hose, weil sie kann kippen. Ich habe bei mir im Laden einen Raketenständer auf 3 Beinen, der ist absolut kippfest. Ich verkaufe auch Schutzbrillen und Ohrenstöpsel. Genau. Und bitte einfach mit gutem, gesundem Menschenverstand nicht auf Menschen, nicht auf Tiere zielen. Und dann wird es ein unvergessliches Silvester. Und Böller nicht da hinschmeißen, wo die kleinen Kinder stehen. Also natürlich, das ist sowieso. Ich denke, noch wichtige Tipps hier. Die Sicherheit ist ein ganz wichtiges Thema. Bei einer lustigen Runde sollte nicht unbedingt der am meisten Drungen hat, das Feuerwerk abzünden, sondern wie beim Autofahren gibt es vielleicht einen, der sich ein bisschen zurückhält. Einen und Zünder. Der dann sozusagen der große Feuerwerker ist. Nein, das ist definitiv kein Spielzeug. Okay, wir wünschen Ihnen viel Spaß. Alles Gute schon mal für das neue Jahr 2019. Rutschen Sie gut rüber. Und mit Philipp Plan und seinem Feuerwerk, wie heißt die Firma nochmal? Götterfunkenfeuerwerke. Götterfunkenfeuerwerke, wenn das kein kurz um ist. Viel Erfolg. Dankeschön. Servus. Servus. Und ihr macht es gut, bis zum nächsten Mal.